Ja. Losers Summer Finals. Losers. Wollen wir gleich kommentieren? Ne, ich muss gleich zum Bilder holen. Oh, das ist uns gut. Das ist immens wichtig. Oh Mann, oh. Ja, der Doktor, easy geht gleich. Ich hab gesagt, er soll mir auch was kaufen, weil ich ja eh nicht raus darf. Boah, das ist schon, war schon extrem. Daniel, Commentary? Oh. Na gut, dann Solo-Commentary. Halt auch Medien-Stuff. Safe. Also, wie sieht's hier aus? Okay, ein Stock mehr für Repus mit Lucina. Ja, sein Lucina ist auf jeden Fall schon ziemlich gut. Besser als sein Marth. Ziemlich guter Char. Oh, schöner Abi. Und das sieht nach einem 1-0. Nach einem 1-0 aus. Für Repus. Und zwar mit Lucina. Ja, eigentlich kann er da auch noch schief bleiben. Ja, tut er auch. Und es geht nochmal auf Smashville. Okay, Footstool-Combo. Ah, noch ein Bouncing-Fisch hinterher. Schön. Offstage. Dann geht nochmal wieder auf Safe nach unten. Er hat sich hier Sketty kaum hitten lassen, aber. Ah, Footstool hier. SD. Wegen Fastfall. Na gut. We take those, sagen wir da. Jetzt aber auf jeden Fall gute Offensive von Lucina. Bouncing Fish off stage von Sheik. Und den Damage nimmt er mit. Auf jeden Fall. Oh, ist das das schon? Ja, tatsächlich. Okay, schnelles 1-1. Hier haben wir diese Semifinals. So. Nimmt er nochmal Lucina. Auf jeden Fall genug andere Chars, wenn er seinen Lucina schon nimmt. Diddy Kong, na gut. Ja. Das war, glaube ich, auch der Char, mit dem er ihn letztes Mal besiegt hat. Diddy Kong einfach genommen. Hm. Auch nur noch vier Leute drin gerade. Auf Footstool-Combo? Nee. Nochmal. Auch diesmal nicht. Aber nochmal ein Bouncing Fish. Alles safe. Ziemlich gut gemacht von Skeddy. Wallkling von Diddy Kong. Okay. Okay. Ja, die traden ein bisschen. Sieht ganz. Oh, ganz gut aus für Sheik gerade. Aber sie muss auf jeden Fall noch den Kill kriegen. Ah, okay. Fischen mit dem Bouncing Fish. Hat die Banane aber weggenommen. Oh, fast hätte sie ihn irgendwie gegimpt oder so. Ah, das war ein Missklick vermutlich.
Das kann Diddy Kong hier nicht punishen. 150% Max Rage. Mal gucken. Gerade momentan eigentlich ziemlich even. Durch den Rage. Diddy Kong hat auf jeden Fall... Oh, okay. Bouncing Fish trifft. Und die Führung für Scaredy im dritten Match. Wir haben heute den ganzen Tag Fist of Five gespielt. Einfach mal so. Auf jeden Fall cool so. Ah, okay, die Mr. Artrix klappen hier gegen Repus nicht mehr. Der hat er natürlich auch gesehen. ...23%, 29%. Er sollte ihm auf jeden Fall noch mehr machen. 3-0. Achso, in Millie habe ich gar nicht gegen ihn gespielt. Mach ich gleich. Nachdem er hier gewinnt oder verliert. Aber sieht gerade ganz gut für ihn aus. 1-1. Und, okay. Furchtlos von Repus. Er wirft ihn weg. Aber reicht nicht. Bouncing Fish ist noch da. Ja, na klar. Naja, schön. Oh, und das war's. Abzählt immer safe. 5%. Yeah. Okay. Okay. Beide hier mit dem Footstool-Kombos am Start. Die haben beide richtig Bock drauf. Die Prozenten. Jetzt erstmal 3 Downtails. Der Bouncing Fish sitzt nicht. 106. Und. Oh, okay. Keine Abwehr. Ungefähr. 120%. Oh, das killt schon. Alles klar. Das ist 2-1. 2-1 für Scatty. Scrooty. So, ist das jetzt schon das letzte Match? 2-1 für Scaredy. Repus bleibt bei Diddy Kong. Oh, die Trades. Nicht gerade gut für Chic. Ah, Bouncing Fish kam verzögert. Näher to back air. Schön. Okay, schafft es da. Nee. Ah, ist er jetzt offstage? Ah, okay. Nicht gut genug an der Edge. Komische Rollen. Oh, schöner Bouncing Fish nach der Nähe. David Grab schafft es nicht, ihn zu treffen. Und Monkey Flip. Und. Oh. Ah, doch noch der Grab. Oh, Bouncing Fish trifft nicht, aber die Back Air tut's. Ah, versucht es direkt mit dem Bouncing Fish. Irgendwie offstage zu treffen. Und Ausgleich. er wirft den Grab aber ein neuer. Ja, Footstool Combo nicht geklappt. Diesmal war sie nicht mal worth. Schafft's dann nicht durch die Plattform. Zu gehen. Oh nein. 75%. Repus muss sich hier anstrengen, wenn er das noch ziehen will. Hätte auch gut andere
Charakter picken können. Nach dem 2-1. Aber er ist in seinen Diddy Kong überzeugt. Und momentan sieht es auch ganz gut für ihn aus. Oh, das war's auch schon. Cross-Up, glaube ich. Ich glaube, das war ein Cross-Up. Auf jeden Fall keine gute DI. Und 2-2. Ja. Epos gönnt sich erstmal einen vom McChicken. Und es kann weitergehen. Und bleibt's bei Sheik, Diddy Kong. Ich nehme an, ja. Vielleicht Lylit. Mal schauen. Ah, Lylit gebannt. Und nochmal Smashville. Bleiben also bei Sheik, Diddy Kong. Relativ even das Matchup. Relativ even hier auch die Games. Okay. Oh, schön von Skeddy. Oh. Okay, er tritt. Oh! War's das? Monkey Flip noch und. Oh! War's das? War's das? Nein, das war's nicht. Aber 89% hier für Skeddy. Und direkt geht's weiter mit sowas. Wow. Okay. Beide auf jeden Fall. Richtig Bock nochmal ein bisschen aufzudrehen hier im letzten Match. Bisher sehr gut für Skeddy. Skeddy 12. Auf jeden Fall, die Conversions aus dem Grab haben immer gut geklappt bisher. Oh. Okay, schön. Ah, okay. Da springt Diddy Kong raus. 140% schon. Max Rage, so ziemlich. Jetzt muss er ihn nur noch killen. Oh, ich dachte schon, der wäre tot. Losers Semifinals. Warte. Oh, das ist auch gerade so spannend. Bin ich noch in Winners? Ah, ich muss auch den Scanny. Nein. Na gut. Erstmal back to Smash 4. Oh, das killt. Ja. Max Rage Diddy Kong, den muss man killen. Den muss man killen, sonst kommt sowas. Und direkt der Revenge Kill. Erstmal die Plattform sichern. Diddy Kong holt die Banane raus. Jetzt wird ernst gemacht. Oh, Grab. Okay. Oh, die Void Combos. Oh, die Void Combos. Oh, okay, das war fast cool. Fast cool. Erstmal back, erst 2 an der Zahl. Okay, erstmal, was man hier neutral nennen könnte. Eigentlich greifen die sich durchgehend an. Wow. Skeddy off stage. 2-2. Oh, so. Das war's fast. Das ist auf jeden Fall aggressives Gameplay hier von Skeddy. Und der überlebt den noch. Er darf nicht so risky spielen. Und das war's. Tatsächlich. 3-2. Repos. Im Losers Finals steht er jetzt schon mal safe. Und wartet auf Rufen und Robin.